Blauer Himmel, Sonnenschein. Das ist genau das richtige Wetter, um Bremen ein bisschen genauer zu erkunden. Das kann man entweder zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad oder mit einem sogenannten Segway. Was ein Segway ist und wie sich ein Segway fährt, das will ich jetzt mal rauskriegen. Herr Hölscher, Sie betreiben hier auf der Bürgerweide einen Segway-Parcours. Was ist überhaupt ein Segway? Ein Segway ist, wie man vielleicht im Hintergrund auch sieht, ein zweirädriges, elektronisch gesteuertes Fahrzeug, bei dem nicht wie beim Fahrrad die Räder hintereinander, sondern nebeneinander stehen. Und durch Körpergewichtsverlagerung kann man vor- oder rückwärts fahren. Und dadurch, dass man die Lenkstange hin und her bewegt, kann man dann rechts- oder links Kurven drehen. Wie schnell fährt ein Segway? Maximal 20 Stundenkilometer. Bei uns im Parcours haben wir das aber gedrosselt auf 9 Stundenkilometer. Welche Voraussetzungen brauche ich denn, um einen Segway fahren zu können? Ja, als erstes mal den festen Willen. Als zweites sollte man mindestens 45 Kilo wiegen, nicht mehr als 115. Und wenn man eine Tour mit uns fahren möchte, braucht man einen Führerschein, mindestens eine Mofa-Prüfbescheinigung. Muss also auch 15 Jahre mindestens alt sein. Brauche ich irgendeine Ausrüstung, Knieschützer, Helm, irgendwas? Also wir fahren unsere Touren generell nur mit Helm, weil Sicherheit geht vor. Und wir möchten, dass alle gesund nach Hause kommen. Und auch wenn man nicht runterfällt, ein Helm gibt einem zumindest ein gutes Gefühl. Stimmt eigentlich das Märchen, dass der Segway-Erfinder selbst beim Segway-Fahren gestorben ist? Danke für die Frage. Der Dean Kamen, Amerikaner, freut sich bester Gesundheit. Derjenige, der dort leider zu Tode gekommen ist, das war der Kapitalgeber, der für wenige Monate Inhaber der Firma Segway war, aber nicht der Erfinder. Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt und testen jetzt mal das Segway bei Ihnen hier auf dem Parcours. Ein fester Stand ist das A und O. Thilo Hölscher gibt noch letzte Tipps, dann fahre ich auch schon los. Ohne Umwege geht es in die erste Kurve. Um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, soll ich ihm immer tief in die Augen schauen und schön locker in den Knien bleiben. Damit es auch ja nicht langweilig wird, schickt Thilo Hölscher mich gleich über das erste Hindernis. Geschafft. Hochkonzentriert drehe ich ohne Trainerhilfe weiter meine Runden auf dem Parcours auf der Bürgerweide. Jeder gefahrene Meter macht mich sicherer. Mal langsamer, mal schneller düse ich hin und her. So, der Computer unter meinen Füßen und ich, wir sind jetzt hier schon so eine richtige Einheit geworden. Ich kann schnell fahren, ich kann bremsen und ich kann sogar rückwärts fahren. Das macht ganz schön viel Spaß auf diesen Segways und ich kann mir gut vorstellen, damit auch mal eine Stadtführung zu machen. Tschüss!